Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute kochen wir etwas und zwar recht spontan. Ich habe gedacht, wir machen einen Linseneintopf. Ich habe es im Leben noch nie gemacht und darum müsst ihr jetzt daran glauben. Zuerst einmal, ich habe hier so eine Mischung, also es ist nicht ein reiner Linseneintopf, sondern da hat es noch irgendwelche Kichererbsen und Bohnen drin. Und ich habe gedacht, weil das Ding ja nicht angeschrieben ist, kochen wir das jetzt einfach mal auf. Jetzt. Dann, wenn ich nicht weiss, wie etwas kochen, ist meine Theorie recht einfach. Ich nehme einfach eine Tasse und fülle die. Jetzt, ich glaube, wir nehmen mal so eine normal grosse. Und ich tue jetzt hier einmal eine Tasse voll rein. Dann tun wir, ja, was würde ich sagen, eine Tasse, zwei Tassen aufkochen mit normalem Wasser. Ja, ich glaube, wir nehmen die doppelte Menge, weil wir können ja den restlichen Teil wieder abgiessen. Also lieber zu viel wie zu wenig. So, wir haben Induktionsherd und darum geht das immer mega schnell. Ich hätte gesagt, wir tun ein bisschen Salz rein. Kann ja nicht schaden. Und ich tue jetzt mal die ganzen Hülsenfrüchte rein. Dann suchen wir einen passenden Deckel, den wir nicht haben. Nehmen wir jetzt einen anderen. So. Ich habe hier Herdöpfel vom Bächlihof. Das sind Raclette-Herdöpfel, sind mit Abstand meine Liebsten. Ich muss sagen, ich bin eh voll der Herdöpfel-Fan. Ich glaube, da drin sind 850 Gramm. Ich glaube, ich nehme mal so die Hälfte, also etwa 400 Gramm. Sieht so aus. Die waschen wir schnell. Es steht zwar drauf, sie sägen schon gewaschen, aber dem traue ich nicht. So. Meine Idee ist, dass ich jetzt einfach so ein bisschen dazu häcksle. Ich gehe davon aus, dass die Hülsenfrüchte etwa 20 Minuten haben. Und ich tue jetzt die Herdöpfel einfach so schneiden, dass sie etwa gleich lang haben. Also das heisst, bis die Herdöpfel dann etwa drin sind, gehen die Hülsenfrüchte noch etwa eine Viertelstunde. Und das geht perfekt auf. So. Also, ich tue jetzt die einfach so ein bisschen in Würfel schneiden. Und Co. etwas mehr Vorsprung geben. Jetzt tun wir jetzt hier noch die Spitzpaprika schneiden. Also ehrlich gesagt sagen, ich finde die mega gebig, weil die nicht so viele Kerne hat. Und ich bin übrigens ein bisschen weniger kompliziert geworden, was die Kerne anbelangt. Früher habe ich das bis zum letzten Kerne säubern und jetzt mache ich es einfach so, dass ich es zur Hälfte schneide. Und jetzt hebe ich es einfach noch mal schnell unter das Wasser. Also mit all diesen Kernen schnell hier rüber, schnell ein bisschen aussäubern. Und dann ist es auch okay, wenn es noch ein paar Kerne dran hat. Ich tue jetzt auch die so ein bisschen würfeln. Thank you.
Herdöpfel von rein. Mal schauen, wie gut dass das klappt. Oh mein Gott, das klappt gar nicht. Okay, wir sind mal wieder ein bisschen übermütig gewesen. Also ich werde jetzt ein plus minus eine Viertelstunde kochen lassen und ich gebe noch 3 Rüebli ein. Die tun wir auch rein, bevor wir nachher die Peperoni rein tun. Einfach weil die Peperoni am wenigsten lang hat. Jetzt für alle, die gerne Zwiebeln haben, ich muss ehrlich sagen, ich habe das mega lange nicht gewusst, aber es gibt so gefriergetrocknete Zwiebeln im Migros und die sind so ein Lifehack. Also ich tue jetzt einfach von denen rein. Dann muss ich nämlich keine Zwiebeln schnibbeln, was mir sehr gelegen kommt. Rüebli sind bio, schnell waschen, schneiden und dann ist auch gut. Geschnitten. Man muss sagen, dass alles ist kein Kunstwerk. Wir wollen das essen und nicht anschauen. Und darum macht euch keinen Stress. Kocht einfach so kochen, wie euer Schnabel gewachsen ist. Und verliert keine Zeit für so Nonsens. Einfach schneiden. Nicht schön. Einfach schneiden. So, jetzt sagt mein Gefühl mir, ich muss dann nachher noch einen Bouillonwürfel dazu. Aber ich glaube, das machen wir wirklich nachher, weil die Chance ist relativ gross, dass ich das Wasser ableere, was eigentlich ein bisschen schade ist, wegen den Vitaminen, die jetzt drin sind. Aber ich habe das Gefühl, von diesen Hülsenfrüchten, wenn die gekocht werden in diesem Wasser, das ist nicht so schlau, wenn man das Wasser hält. Also, ich koche jetzt das auf. Mein nächstes Vorgehen wird nachher sein, die Peperoni drin. Dann habe ich gedacht, ein bisschen Tomatensauce. Und natürlich Paprika und Pfeffer. Aber das lassen wir jetzt zuerst mal schnell ein bisschen kochen. So, also ich habe das Ganze jetzt genau 5 Minuten köcheln lassen. Und keine Ahnung, ob das genug war. Oh Mann, ich bin so was von live mit dabei. Das ist einfach Daily Laura. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich probiere mal Bohnen. Ich habe das Gefühl, Bohnen ist das Größte in diesem Ding. So. Gut, bis fest. Okay. Mein Gefühl sagt mir aber, aber sie hat einen super Geschmack. Ich leere das jetzt ab, tue ein neues Wasser dazu, tue Tomatensauce dazu und Bouillon. Und dann kann es nämlich nochmal köcheln. Das ist das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Aber mein Bauchgefühl beim Kochen ist ja nicht zwingend immer das Beste. Ich wollte ja, dass es so etwas super ähnliches wird. Darum ich tue mal so 3/4 Tasse Wasser dazu. Ich stelle dann nochmal ein bisschen auf. Ich muss nämlich eigentlich wirklich langsam essen, weil sonst wird es eine knappe Sache. Ich tue jetzt mal einen Bouillonwürfel dazu. Dann tue ich Pfeffer dazu. So. Dann hauen wir Peperoni dazu. Es wird ein bisschen viel
Essen für kleine Topf. Aber ich hoffe jetzt einfach, das geht noch ein bisschen zusammen. So. Und jetzt soll das eigentlich ein bisschen anfangen aufköcheln. Aha, eben. Und jetzt kann es nämlich nochmal so ein bisschen vor sich hin kochen. Ich hätte jetzt gesagt, die Hälfte von dieser Tomatensauce wären etwa 250. Oh mein Gott! Ich habe so viel Glück im Leben. Wenn ihr seht, wenn ich meinen Alltag bestreite. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, für das, was mir am liebsten passiert, das ist wirklich wenig. Ich habe echt viel, 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 viel Glück. So. Also. Hälfte Tomatensauce drin für den Geschmack. Sieht aber nicht nach einer Suppe aus. Was meinen wir? Nochmal ein bisschen Wasser. Also ich würde sagen, insgesamt trotzdem eine ganze Tasse. Es schmeckt so gut. Geräuchertes Paprikapulver kann man nie genug dran tun. Es ist das hier. Es ist Bombe. Findet ihr im CC oder auf einem Markt. Also wir haben einen Markt gekauft. So. Und was ich zu dem Gericht eigentlich will sagen, ist, dass es perfekt ist. Weil wir haben Protein durch die ganze Hülsenfrüchte, wir haben Kohlenhydrate durch die Herdöpfel und wir haben Gemüse drin durch Peperoni und Rüebli. Also ein ausgewogener Mittag oder Nacht gibt es eigentlich fast nicht. Und all vegan. Wow! So, also ich lasse nochmal gute 5 Minuten köcheln und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, also ich habe jetzt sicher noch mal gut 10-15 Minuten kochen lassen und schauen mal, wie sie jetzt aussieht. Ah, ich habe schon probiert, es ist so gut. Wow! Und ich sage euch, der Rauchpaprika macht alles aus. So sieht das Endprodukt aus. So richtig anmächelig, nicht? Für einen kühlen Tag. Rauszuholen. Wow! So, es gibt jetzt meinen Mittag. Ich hoffe, ihr probiert es aus und habt Freude an diesem Rezept. Eben, ich könnte eine riesige Portion machen, ich könnte das auch eingefrieren und wieder brauchen. Und ich glaube, das ist ein Rezept, das viele gerne haben könnten, obwohl man es gar nicht so denkt. Also, ich wünsche euch einen guten. Tschüss!